So Leute, da die heiligen Pillendreher bis jetzt die einzigen Tiere im Zoo sind, wollen wir uns heute ins Zeug legen und mit dem ersten Gehege beginnen. Eure Wünsche waren bis jetzt relativ spärlich ausgefallen und deswegen habe ich mich dafür entschieden, dass wir mit dem eurasischen Luchs beginnen. Und wir gehen jetzt einfach mal dorthin, wo ich denke, dass ein guter Platz wäre. Und wer von euch gut aufgepasst hat, wird sehen, dass ich diese Wege hier ein bisschen begradigt habe. Begradigt im Sinne von nicht Kurvenverlauf, sondern Hüppel im Weg. Das war ein bisschen wild, wilder als diese Stellen hier sogar. Und das habe ich einfach mal im Off gemacht. Und hier sind wir an dem Ort, wo ich denke, dass das Luchsgehege gut passen würde. Und zwar, wenn wir hier so das Gehege reinfriebeln, hätten wir die Möglichkeit, dass die Leute von hier und von da das Gehege einsehen. Sollten wir einen Unterschlupf brauchen oder einen Rückzugsort, könnten wir hier eine Höhle bauen. Und wir könnten den Eingang von hier hinten machen und die Mitarbeitergebäude im Berg verstecken. Das ist die Idee. Wir gucken jetzt einfach nochmal, wie groß das Gehege für die Luchse sein müsste. Filtern einfach nochmal nach Europa. Da haben wir auch schon den Luchs. Und 615 Quadratmeter für das erste Tier. Wir schauen jetzt nochmal. Wir haben ein bis zwei Tiere, also sagen wir mal zwei Erwachsene. Und wir haben alle drei Jahre maximal vier Tiere. Und wenn zwischen den Geburten zwei Jahre liegen, könnte es sein, dass innerhalb von drei Jahren zweimal Nachwuchs kommt. Also im schlimmsten Fall hätten wir zwei Erwachsene und acht Jungtiere. Schauen wir uns das mal an. Wahrscheinlich haben wir die in der Tat nicht, weil ich habe die Alterungsgeschwindigkeit auf Faktor 2. Das heißt, es dauert länger. Insofern sollten nicht zweimal Jungtiere in drei Jahren kommen. Also ich gehe mal rein mit zwei Erwachsenen, mit vier Jungtieren und dann sind wir bei 1110 Quadratmeter. Und die sollten ganz locker hier hinpassen. Wir stecken jetzt also mal eine Barriere ab und ich nehme jetzt erstmal eine unsichtbare und fange einfach mal hier vorne an. So, die könnten wir ein klein wenig krümmen. So. Und ich gehe jetzt einfach mal so bis hier. Und jetzt gehen wir mal in den Berg rein. Das wird natürlich viel zu groß wieder. Ihr kennt mich ja. Ihr kennt das Problem, ne? Ja, jetzt gehen wir einfach mal hier mit dieser Variante den Berg hoch. Und gucken mal, dass wir irgendwo so hier genau an dem theoretischen Eingang dran vorbeikommen. Und hier wieder rüber. Und ich wette, wir sind bestimmt bei 4.000 bis 5.000 Quadratmetern. Das werden wir gleich sehen. Aber wir kriegen das natürlich auch ein bisschen künstlich verkleinert am Ende des Tages. So, und wir brauchen natürlich, um es ausmessen zu können, den Eingang. Und den würde ich gerne hier irgendwo hinbauen. Das wird jetzt gar nicht so ganz einfach. Ich nehme das auch nochmal weg. Wir lassen uns noch einmal inspirieren. Ich würde sagen, hier kommt der hin. Wir nehmen jetzt mal einen Mitarbeiterweg. Und der soll mal Gelände abflachen. Das tut er sogar schon. Hier gehen wir hin, oder? Hier. So. Einfach mal da rein. Und jetzt gucken wir mal, ob wir tatsächlich hier den Eingang hinbekommen würden. Jawohl. Das schaut gut aus. So. Und jetzt tüfteln wir uns einfach da oben wieder dran. Und hier auch irgendwie. So, dann hätten wir relativ dezent den Eingang hier, aber ist mir ehrlich gesagt zu weit vorne. Da soll er mal irgendwo hin. Machen wir das ganze Spiel nochmal. So, jetzt komme ich hier natürlich nicht mehr hoch. Probieren wir es nochmal. Jetzt passt es. Einmal hier drauf. Und einmal da drauf. Und jetzt können wir nämlich diese hässliche Kante wieder wegnehmen.
Ja, das geht jetzt nicht ganz so gut. Okay. Müssen wir das so machen. Und dann geht das auch, ne? So haben wir den Eingang hier schon mal ein bisschen reingebracht in die ganze Geschichte. Und jetzt können wir mal gucken, wie groß das Ganze ist. Ich bin gespannt. Ja, 4000. Wir brauchen 1100. Okay. Dann nehmen wir nachher von den Hängen noch was weg, aber wahrscheinlich sind die eh nicht begehbar. Das heißt, die Nettofläche, auf der die Tiere rumlaufen, wird deutlich kleiner sein. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier hinten irgendwie den Weg für die Mitarbeiter hinbekommen. So, warum willst du jetzt nicht? Geht's mit Tunneln? Warum? Wie habe ich es geschafft, diesen Weg jetzt hier zu ärgern? Naja, dann muss noch mal ganz kurz. Man verstehe diese ganze Geschichte hier irgendwann mal. Muss mal ganz kurz diese Barriere hier weichen. Und dann setzen wir nochmal nur das. Nee, anders. Erstmal nur den Weg. So. Dann machen wir nochmal das Tor. Können wir noch ein Stück nach hinten vielleicht? Okay. Jetzt haben wir es doch geschafft, ne? So, kann ich jetzt beim Abflachen, das wollen wir jetzt mal ausprobieren, auch runtergehen? Nein, das geht nicht. Ne? Es wäre ja nicht flach. Wäre ja abschrägen. Also gehen wir mal auf Tunneln. Ja, super. So, dann gehen wir jetzt auf Tunneln. Hoffentlich geht das bald mal. Ups. Und jetzt wollen wir das mal alles so ein bisschen im Auge behalten, wo wir eigentlich hinwollen. Nämlich irgendwo hier wollen wir ankommen. Wo ist jetzt meine Barriere? Die ist hier. Also probieren wir es mal da. Nicht tunneln, wir wollen jetzt hier abflachen an der Stelle. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal von hier an, denn die müssen sich jetzt ja irgendwie treffen, die beiden. Das wäre super schön, wenn das gehen würde. Upsala. So, jetzt gehen wir mal ein Stück hoch. Ich hoffe einfach, dass wir auf der richtigen Höhe rauskommen. Ach, das sieht wunderbar aus. Besser hätte es ja gar nicht laufen können. So, jetzt nehmen wir die Winkelausrichtung mal raus. Gehen hier einmal schön um die Ecke. Wir brauchen Baulicht, ne? Ja. Jetzt hätten wir hier Platz für eine Tierpflegerhütte. Machen wir auch ganz nah an den Eingang. So. Nicht tunneln, nein, nur abflachen.
Den nehmen wir jetzt nochmal weg, weil jetzt können wir den Berg so ein bisschen aushöhlen. So, 5 sollten es schon sein. Auch wegen der Höhe. Ich hoffe einfach nur, dass wir jetzt nicht irgendwo rauskommen. Oder einen Durchbruch zur Außenwelt schaffen. So, und hier können wir tatsächlich mal auf 7 Meter gehen, damit die Decke ein bisschen höher geht. Okay, und ich glaube, wir nehmen den Weg jetzt auch nochmal weg. Und setzen den nochmal ohne Tunnel neu. Und jetzt kennen wir ja die Höhe, auf der wir sein wollen. Schauen wir mal, ob wir hier wieder hinkommen. Ja, sitzt auf, das ist okay. Nimm das Abflachen nochmal weg. Ändert jetzt nicht mehr viel, okay. So, das haut jetzt nicht ganz hin. Den machen wir weg, den machen wir gleich neu. Gehen wir mal auf 45 Grad. Ah, das will nicht so ganz wie ich. Lässt sich jetzt nicht mehr so richtig gut verbinden. Der geht auch nicht so richtig 90 Grad um die Ecke hier, ne? Nee, das ist das Problem. Nicht gut geworden hier. Also machen wir das nochmal von der Seite aus. So. Nö. Ist zu hoch, okay. Machen wir das jetzt so. So wird das doch schön, oder? Jetzt haben wir noch das Gelände abflachen an. Schon wieder zu hoch. Müssen wir eine Stufe weiter runter. Ja, das läuft ja heute. Na gut, nicht perfekt. Aber damit können wir leben, ne? Wollen wir nicht zu viel Zeit reinstecken? Hier den Eingang können wir irgendwie zumachen. Jetzt kümmern wir uns nochmal um die Gebäude, die rein sollen. Da haben wir jetzt ein bisschen Fläche. Upsala, das Baulicht war schon an.
Also noch einmal ein bisschen an der Deckenhöhe arbeiten hier. So. Wunderbar. Dann brauchen wir eine Tierpflegerhütte. Jo, und da würde ich doch jetzt einfach sagen, nehmen wir doch die, die wir hier haben. Die sind doch wunderschön und wir brauchen nicht allzu viel Zeit dafür, das hier alles aufzubauen. Uah. So, die kommt jetzt einfach mal direkt hier hin. Brauchen wir hier eine Quarantäne? Brauchen wir hier einen Tierarzt? Einen Tierarzt würde ich nehmen. Und Strom natürlich auch. Das ist schon mal ein guter Hinweis. Also fangen wir damit an. Strom. Den gibt es natürlich nicht im europäischen Look. Oh, Moment. Doch, ist richtig rum. Das haut nicht gut hin. Dann machen wir es anders. Da blockieren sie sich. Ist doch jetzt echt unnötig. Das geht auch nicht. Geht das so? Jawohl. Okay. Aber dann können wir es noch mal ein bisschen einfacher machen. So, passt. Wunderbar. Dann haben wir die versteckt. Dann nehmen wir einen Pausenraum, einen kleinen. Ja, den habe ich nicht so richtig gut gedreht hier, den ersten. Erste Gebäude. Korrigieren wir hier so ein kleines bisschen. Upsala. So passt das. Dann mal gucken, ob wir noch einen Tierarzt reinbringen. Oder vielleicht sogar hinten in die Reihe noch eine Quarantäne. Wir müssten wir erst noch einen Weg bauen. So, und dann kommt hier der Tierarzt hin. So, und dann müssen wir irgendwie mal Gelände abflachen, sonst wird das nichts, ne? Und da sehen wir schon, wie schäppig ich eben gebaut habe. Ich hoffe einfach, dass es jetzt hier keinen Lichteinfall gibt. Nee, liegt komplett im Berg drin. Wunderbar. Und dann könnten wir hier hinten noch eine Quarantäne hintüfteln. Ein kleiner Quarantänebereich würde genügen. Gut. Dann hätten wir hier alles, was wir brauchen. Vielleicht einfach, weil es hier dunkel ist, mal ein bisschen Licht hin, oder? So, was haben wir denn hier Europäisches? Das gucken wir uns einmal an. Hängelampen wären schön, oder?
So, das sind jetzt hier für die Läden die Schilder, die brauchen wir nicht unbedingt. Hier eine Laterne. Aber die muss ja an irgendwas dranhängen, oder? Was haben wir denn da zum Aufhängen? Deckenlampenkabel. Deckenventilator, der hilft mir nicht weiter. Wandhalterung für ein Schild. Können wir doch vielleicht zweckentfremden, oder? Ja, können wir. Perfekt. So müssen wir jetzt nur die Lampe da noch dran gefummelt bekommen. Machen wir anders. Dann machen wir das so. Drehen hier mal um 90 Grad. Ja, ne? Korrigieren hier nochmal ein bisschen. Das ist jetzt nicht so ganz rund gelaufen. Okay. So. Jetzt hängt die da und ja, ne, wir brauchen eine Kerze dafür. Super. Damit habe ich nicht gerechnet. Ach herrje. Ah. Da. Und wie kriegen wir dich da rein, du blöde Kerze? Ach ja, die macht ja auch, was sie will, ne? Das ist wunderbar. So ungefähr. Mega. Das ist hell. Aber es sieht ganz gut aus. Wie kriege ich jetzt die Kerze bitte mit markiert? Oh, ist das nervig. Wir müssen es erstmal so hängen, hier noch eine auf die andere Seite der Tür. Und müssen die Kerze in der Tat noch mal neu reinsetzen. Machen wir anders, machen wir so. Es ist doch einfacher, oder? Na. Okay, das müssen wir noch ein bisschen effektiver gestalten, würde ich sagen. Und vor allen Dingen ist das echt alles andere als hell. Gut, okay. Wir gucken noch mal nach anderen Laternen, Hängelampen, nee, Laternenpfähle, sowas.
Aquatisch will ich jetzt nicht, afrikanisch auch nicht. Klassisch, komm, mit klassisch können wir arbeiten. Klassisch passt hier doch ganz gut hin. Also ja, ist doch mal viel besser. Ja, so können wir arbeiten. So, hier kommt noch einer hin. Hier in solche Lücken ist das auch. Ist auch nie so verkehrt, was reinzustellen. So, und jetzt geht es natürlich aus, weil es draußen hell wird. Super gut. So habe ich mir das vorgestellt. Janu, ich würde sagen, das passt jetzt erstmal. Reicht vollkommen aus. War jetzt ein bisschen Frickelei. Aber wir sind schon mal so weit, dass wir die Versorgung stehen haben. Und ich müsste natürlich jetzt noch Tierpfleger und Zoopfleger einstellen. Das machen wir aber erst, wenn wir sie wirklich brauchen. Denn die Kosten, die sind ja hier Thema. Wir machen aber in der Tat jetzt schon mit dem bisschen hier vorne plus 10.000 im Jahr. Da können wir es richtig krachen lassen, würde ich sagen. Und ja, ich gucke mal auf die Uhr und würde sagen, wir machen hier eine kleine Pause. Und beim nächsten Mal beginnen wir die Luchse zu holen, ins Gehege reinzubringen und dann mal zu gucken, wie wir die Barrieren gestalten müssen, so dass die Tiere hier nicht ausbrechen können und den Platz möglichst gut nutzen können. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Danke und bis dann, euer Matze.